Ja, hallo meine Lieben und damit recht herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt. Ihr seht hier The Quarry mit Lara. Hallöchen. Ja, ein Spiel von Supermassive Games, glaube ich, heißen die. Es kann als geistiger Nachfolger zu Until Dawn angesehen werden und soll stellenweise sogar besser sein als das. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich habe das Ganze aber mit Jürgen allerdings schon mal mit Zombietaste schon mal so ungefähr 2 Stunden angespielt. Also den Anfang kenne ich schon. Ich habe noch eine Mod installiert, dass Motion Blur weg ist, also Bewegungsunschärfe hier komplett raus ist. Die schwarzen Balken kriegt man wahrscheinlich auch weg, das könnte aber für Fehler sorgen, deswegen habe ich das jetzt nicht gemacht. Ansonsten, wir spielen mit der englischen originalen Sprachausgabe, die soll nämlich extrem gut sein und die deutsche soll ziemlich schwächeln, stellenweise. Genau, und ansonsten muss noch zu erwähnen sein, dass wir in den Einstellungen hier bei Zugänglichkeit einzig die Entscheidungstimer auf Mittel gestellt haben. Das heißt, dass wir ein kleines bisschen mehr Zeit haben, für Entscheidungen zu treffen. Das Ding ist, ich werde hier die Entscheidungen treffen, Lara kann aber mit abstimmen. Das ist leider ein bisschen blöd gelöst, aber ist nun mal so. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen, ist von 2022, sieht grafisch sehr, sehr gut aus. Unreal Engine 4, vorgerenderte Cutscenes und so weiter, Hintergründe und so. Genau, wir spielen auf Ultra, ich hoffe, es läuft alles flüssig, es ist ziemlich anfordernd. Was gibt's noch zu sagen? Nichts weiter, glaube ich. Das Spiel kostet so ungefähr, wenn es im Angebot ist, 10 Euro plus minus, ne? So, achso, und vielen lieben Dank an Jürgen, dadurch habe ich das Spiel nämlich, oder von ihm habe ich das Spiel bekommen. So. Wir starten neues Spiel. Wow. Nein, du musst glaube auf Wolfsrudel gehen. Ja, habe ich auch gemerkt. Okay, Sekunde. Passiert. Genau, Wolfsrudel ist ja irgendwie zusammen, ja genau. Zack. Willkommen bei Wolfsrudel, das ist ein Multiplayer-Spiel. Oder als Host, okay. Neues Spiel. Hosten, genau. Und dann... Wo ist sie denn? Da. Ich bin schon drinne. Oh, lol. Spiel starten. Viel Spaß, Baby. Danke, dir auch. Und es wird gruselig, Leute. Es wird definitiv gruselig. Darauf freue ich mich nicht. Why'd you kill the music? I think you know why. I don't think I do. Begins with an L.
Like the L word? Lesbians? Lost, Max. We're lost. We're in geographic flux. Right, so lost. That's debatable. Take a moment to consider the following, as it will guide you through the various twists and turns that may appear during your stay at Hackett's Quarry. What you see here are quick time events, or QTEs, which will help you to act at just the right time. Watch your step. Hackett's Quarry can be a dangerous place if you're not paying attention to your surroundings. Take your eye off the ball, and it could spell disaster. The path you tread is yours to choose, but that doesn't mean there won't be obstacles along the way. Oh, heads up. Oh fuck, ich hab mich nice verklickt. Catch there, hon. I'm not the one who hit the pothole. Geht ja gut los. Well, maybe the pothole hit us. Scheiße. Think about that? Wow, that is like Olympic level goalpost moving. Thank you. Very impressive. Thank you. Yeah, still totally lost. You know what, Max? It's okay. It doesn't make you any less of a man. You know, if Columbus hadn't gotten lost and landed on these golden shores, there would be no United States of America. Goodbye, hot dogs. See you later, apple pie. Columbus never actually landed in North America. What are you talking about? Didn't even know he wasn't in Asia. Are you serious? Just another guy who didn't want to admit he was lost. Well, just another guy who's got a whole day named after him, so put that in your pipe and smoke it. Oh my god. Okay, just get us to camp already before I roll my eyes out of my head, please. I'm working on it. I'm working on it. Karte? Ja. Oh. Ach so. Ach, du musst erst abstimmen, danach kann ich. Voila. What is that? Yeah, yeah. No, but seriously, how happened to the normal map? This is the normal map. The one on the phone. No bars. Of course not. Okay, let's see. So we are... Well, I guess they don't put summer camps on maps. Have you seen any signs for it? Hey, eyes on the road! Whoa! Das war schon gruselig, dieser Kopf, den man hinten gesehen hat. Ja. Ja, ja. I mean. Freu dich auf das Spiel. Jesus Christ, what do you think that was? A bear? What? No, no, Max, it wasn't a bear. What was it? I think it was a person. Laura, are you serious? Do you think we hit a person? I don't know. I mean, it was really close, like really close, but maybe we didn't. What is it? I really effed this car up. Well, maybe it looks worse than it is? I should check out the damage before we try to start it up again, huh? Could you grab my, the toolbox from the trunk? Yeah, yeah, okay. Ja, jetzt bin ich am Steuer, du guckst zu, ne? Du kannst nichts machen, ne? Ich kann nichts machen. Ja, 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 das ist das Blöde dabei. My mom's gonna kill me.
Ich weiß nicht, ob es immer so ist. Ich kann so Sachen anklicken. Siehst du das dann? Ja, ich sehe irgendwas, ja. Ein Punkt. Drücke zum Ansehen. Oh, unterbrechen. Oh, nee, nein. Nein, nein, stopp, zurück. Achso. Opportunities will present themselves, giving you the chance to take matters into your own hands. It is worth noting that they are only suggestions. You don't have to act upon them. In fact, sometimes it's better not to. Ja, damit hat er nochmal klar gemacht, dass wir die Wahl haben. Ne? Beispielsweise jemanden anzugreifen oder nicht. So, zurück. Ja, rumschnüffeln? Weißt du nicht, schnüffeln? Nee. Keine Ahnung. Nee. Thanks, hon. Ja. Do you need a hand? Yeah, aber wieso schnüffeln? Right? Soll ihr freuen? Ja, trotzdem weißt du vielleicht nicht, was da alles da drin ist und gucken. The sooner we get out of here, the better. Just picture yourself curling up in front of a big old fire pit singing campfire sing-alongs. I don't think people curl up right in front of big old fire pits. Why not? They don't want to catch on fire. Then picture yourself curling up in front of a big old space heater. Well, anywhere is better than here. Where are you going? Just over here. Just stay there for a second, okay? I'm almost done. Entgegenkommend, I guess? Ja. Warum sollte man jetzt trotzig sein? God, Max, hurry up! Aber ja, ich laufe, aber du... I'm worried that there's somebody down there. Musst erst anklicken, damit ich was machen kann. They could be hurt. I don't know. I didn't think we actually hit anything. Well, I don't know. I heard something, okay? Like a woman. Do you think we hit her? I just want to check it out. Okay. All right. Just don't go too far, okay? Be careful. Yeah. Luck with the car. Ja, das ist jetzt halt schon so ein bisschen so. Also. Ja, voll die gute Idee, die Frau in der Nacht in einem Wald alleine rumlaufen zu lassen. In der Situation würde ich dich nicht im Wald alleine rumlaufen lassen, wenn du irgendwas gesehen hast und der Meinung bist, da irgendwie gucken zu müssen, warum auch immer man da so verpicht drauf ist, unbedingt gucken gehen zu müssen. Ich meine, gut, sie hat schon was gesehen, aber keine Ahnung, man muss ja unbedingt gucken gehen. Vor allem alleine, nee. Möchtest du vorlesen? Ein Plakat für einen Wanderzirkus. Es scheint schon eine Weile hier zu sein und es wurde scheinbar im Wald vergessen. Sind die Ränder etwa angesenkt? Angesenkt? Nee, angesenkt. Ja, angesenkt. Ja. Kann man hier was machen? Fragezeichen? Nö. Vielleicht gibt es additional Infos nachher später noch irgendwie, die sich dann dazu... Ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie das war. Ist auch schon länger her, seit ich das mit Jürgen gespielt habe, eine ganze Zeit. Aber es sieht sehr gut aus, oder? Oder habe ich zu viel versprochen? Ja, es sieht gut aus. Also gerade so die Gesichtsanimation, Motion Capture und so, richtig geil. Auch so die Augen und generell, wie lebendig die Gesichter sind. Und so der Flair, atmotechnisch, auch geil, oder? Hm. Ich würde mal zurückgehen, lieber. Die war gerade hinter uns. Ja.
Honey, take a breath. It's okay. It's the woods. There's a lot of stuff out there. There's animals. It's easy to freak yourself out. No. Can we just leave, please? Yeah. Let's go. Okay. You all right? Yes, there we go. Purring like a kid. Max, come on! Here we go. We're getting out of here. You gotta be fucking kidding me! Max! Okay, give me a minute. We've got to go, man. Laura, you're not helping right now. Can you just... I am trying to get us out of here. All right, enough! Shit, I'm sorry, honey. I'm sorry. It's okay. We're okay. We're safe in the car, really. We're gonna be okay. Jeez! Oh, fuck! Oh, my God, my heart just exploded. Roll it down. Hi, officer. How are you doing this evening? Are either of you injured? Really, we're fine. We're just a little shaken up. Mm-hmm. Well, you folks want to tell me what happened here? Yeah. Ehrlich, ne? Ja. Warum sollte man hier lügen, ne? Something jumped out right in front of the car and we didn't want to hit it, so we swerved and now here we are. Something jumped out. Ehrlich weiter, ne? Ja. I'm sorry, it was so dark and it happened so fast and they were gone. They? Ma'am, did you hit someone? No, God, no, of course not. You know, I mean, I don't think so. I don't know. Sir? Keep the car running. Sir? Is this kind of like the all-time scariest cop? I don't know. This is my first cop. What, like ever? Yeah, I'm not a criminal. You folks want to tell me just what in the hell you are doing all the way out here this late at night? Freundlich, ne? Ja. Alles andere macht keinen Sinn. We're heading up to Hackett's Quarry Summer Camp. We're new counselors. You're one night early. No, we know. But we figured we'd get in early and scope it out, you know? I mean, they know we're coming. We called ahead. And to be honest, sir, one of us kind of oversold their navigation skills and got us completely lost. You're not gonna make it to Hackett's Quarry. Not tonight. Harbinger Motel. Nearest place you can bunk up there for the night, okay? I think we're just gonna stick to the plan, sir. I mean, yeah. Mr. Hackett knows we're coming and we called ahead. No, ma'am, you're gonna head to the Harbinger Motel. Do you understand?
Weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so cool, dass er uns irgendwas vorschreiben beharrlich. Ja, würde ich auch sagen. With all due respect, sir, why can't we go to Hackett's Quarry? Because I told you to go to the motel. Okay, I just don't understand what the problem... Ma'am, please step out of the vehicle. Whoa. What? Why? Officer, she didn't do anything. Ma'am, if you wouldn't mind stepping out of the vehicle, I would just like to show you a route on your map there. Okay. For sure. Son, remain in the vehicle. Okay. Okay. So, we... are right about here. Harbinger Motel is here. Right, okay, and where was Hackett's Quarry again? Well, I'm sure the fine folks at the Harbinger Motel can guide you there first thing in the morning. Harbinger Motel. Stay on the road. Wait, but what if there's someone out there? Yeah, I'll have a look. Good night. Vielleicht ist das gar nicht ein Cop, sondern jemand, der einen Cop umgebracht hat und jetzt in der Uniform ist. Ja, wer weiß. Also das weiß ich auch noch nicht, keine Ahnung. Weiß nur, er ist suspekt. Bis jetzt. Ja, das auf jeden Fall mit Blut im Nacken. Zum Glück mussten wir nicht noch, hatten wir nicht noch die Wahl, ihn noch anzusprechen, weil dann wüsste ich gar nicht, ob ich ja sagen würde, ihn noch anzusprechen oder lieber nicht. Wahrscheinlich lieber nicht. Erleichtert, oder? Ja. Wir könnten ihm jetzt auch einen Vorwurf machen. Also, unserem Freund. Oh mein Gott, I know. What was that with the thing? Did you see that? Was it blood? Nice to meet you. Oh, my God. Oh, man. All right, let's get back on the road. Yes. I think I've had enough woodland encounters for one night. Thank you very much. Agreed. So where's this motel? Okay, so we're here. Mm-hmm. And the motel is here. Okay. But we're going here. What's there? Hackett's Quarry. How'd you do that? I don't know, I kind of tricked him into showing him. Very slick. Are you sure we shouldn't just get to the motel? Just not bad. This guy's advice? Honey, you really want to listen to the advice of some creep-ass cop who told us in the middle of the creep-ass woods to go to some creep-ass hotel? No, that sounds terrible. Yeah. Let's hit the road, shall we? That's what I thought. Ma'am? Oh my God, if he called me ma'am one more time, I was gonna shove that badge up his dick hole. Seriously, do I look like a ma'am to you? I got like 20 years before I'm a ma'am. Mm-hmm. What? 20 is debatable. Easy. I mean, I'm kind of into ma'ams. Okay, we're done here. Oh, man. Ja, super gut. You gotta be kidding me. There's nobody here. We drive all the way the fuck out Max, here. Max, can we just look around before we jump to conclusions? Did you actually even talk to Mr. Hackett or did you just leave a message? Well, what's the difference? This is the difference. Hello? I guess he doesn't check his voicemail. How was I supposed to know that? I mean, clearly there's somebody here. Yeah, or it's just an abandoned car and this is a complete waste Why of time. Why would there be an abandoned... I'll beat the car. Max, come on. Max, don't be a dick. I'm sorry.
Ja, die Beziehung scheint auch nicht ganz so 100% irgendwie einfach zu sein. Manchmal. Was ich sagen wollte, irgendwie hat der Cop ja doch ein bisschen recht gehabt, oder? Irgendwas stimmt ja hier doch nicht. Ja, wie dem auch sei, wir machen hier aber erstmal Schluss für den ersten Part. Wir machen mal so 30 Minuten ungefähr, plus minus. Und schauen natürlich, dass wir möglichst nicht in der Zwischensequenz irgendwie abbrechen. Aber ich muss sagen, die Sprachausgabe ist sehr geil, oder? Die englische? Ja, vielleicht sollten wir einfach mal Pause machen, weil es ja irgendwie weitergeht, wenn wir nichts machen. Nö, passiert nichts. Guck mal, ich kann die Augen. Siehst du, die Augen? Bin ich. So, weil er auf einmal den Motor startet und sowas, deswegen. Ja, aber hier passiert jetzt nichts, wenn wir jetzt nichts machen. Ja, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ihr Bock drauf habt, schaltet gerne wieder ein. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss.